Moin Leute, Muizi hier. Es gibt mal wieder ein neues Update und zwar das Update Version 1.89. In diesem Update gibt es einige Bugfixes und über diese möchte ich heute mit euch sprechen. By the way, kam das Update heute um 19 Uhr raus und das hat auf der PS4 knapp 660 MB. By the way, kam das Update heute um 19 Uhr raus und es hat auf der PS4 knapp 660 MB. Auf den anderen älteren Konsolen wird es ungefähr genauso viel haben, aber auf PC und neueren Konsolen dürfte es etwas kleiner sein. Nun kommen wir aber auch schon zu den Patch Notes und wir fangen mit den etwas kleineren Fixes an. Als erstes wurde ein Fehler mit dem neuen mythischen Platon-Skin behoben. Außerdem gab es wohl auch einen Bug, dass man im Schießstand das Ganze machen konnte. Also man ist mit einem Kumpel in den Schießstand gegangen und hat ihm halt einfach die ganze Zeit irgendwie Schaden gemacht und dann hat man irgendwie den Platon-Skin aufleveln können. Wie genau das funktioniert hat, weiß ich nicht, aber jedenfalls gab es da so einen Bug, das wurde jetzt aber auch behoben. Außerdem gibt es jetzt für die letzte Woche vom Kontrollmodus ein neues Feature und zwar bekommt man beim Verlassen eines Spiels ab jetzt Zeitstrafe. Ob das nun unbedingt nötig ist, weiß ich nicht, denn man spielt den Modus, denke ich, ja eher zum Spaß und die Stats zählen ja sowieso nicht. Dennoch könnte ich mir schon vorstellen, dass es ab und an schon sehr frustrierend war, wenn man plötzlich nur noch zu 6 oder so gegen 9 Leute spielen muss. Als letztes und vor allem als interessantestes haben wir endlich einen Fix für die Probleme mit den FPS-Swaps bekommen. Für alle, die nicht wissen, was damit los war, alle Spieler, darunter by the way auch ich, mit etwas älteren Konsolengenerationen hatten auf Olympus fast durchgängig FPS-Drops, also halt wenig FPS, speziell am Rande von der Map. Die FPS-Drops haben halt dafür gesorgt, dass sich das Spiel immer extrem laggy angefühlt hat, was halt wirklich absolut frustrierend war, vor allem natürlich in Ranked. Damit wurde es jetzt wohl behoben, aber wie es scheint auch nicht komplett, denn Respawn sagte, dass der erste von mehreren Fixes für die FPS-Probleme released wurde. Das bedeutet wohl, dass Respawn es noch nicht komplett beheben konnte, aber wohl zumindest schon mal teilweise, was ja immerhin schon mal ein Anfang ist. Wie das Ganze dann in-game aussieht, müssen wir jetzt selbst schauen. Ich hoffe und denke auch mal, dass es größtenteils schon mal weg ist und wir nur noch minimale FPS-Drops haben werden. So, und das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Lasst gerne noch eine Bewertung da und schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, ob die FPS-Drops auch euch betrafen oder nicht. Es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Aber gut, danke fürs zu Ende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.